Als nächstes am Wort ist Aygül Berivan Aslan von den Grünen. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen und werte Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen zu Hause. Ich habe das letzte Mal auch gesagt und wiederhole mich nochmal. Österreich braucht einen starken und unabhängigen Konsumentenschutz. Und aus diesem Grund seien eben auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VKI auf die Straße gegangen, um gegen den Sparkurs zu protestieren. Es ist de facto überhaupt traurig, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass Bürgerinnen und Bürger überhaupt auf die Straße gehen für einen Verein, der ja enorm viel sozialpolitische und hervorragende Arbeit leistet. Gut, dass die Menschen nicht zugeschaut haben, sage ich. Gut, dass sie aufgeschrien haben. Der Protest hat natürlich auch seine Früchte gezeigt. Jetzt haben sie zumindest eine finanzielle Absicherung bis Dezember 2016. Aber was danach passiert, ist noch offen. Das bedeutet, der VKI muss jedes Jahr damit rechnen, ob sie dann überhaupt existieren oder nicht. Und ein anderes Problem ist für mich auch natürlich die Unabhängigkeit des VKI. Ich will es insofern betonen, weil wir das auch beim VW-Skandal bemerkt haben, wo sich die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit den Interessen der Konsumentinnen und Konsumenten, die ja vom VKI vertreten wurden, vermischt worden sind. Und die Arbeiterkammer ist ja auch ein Geldgeber vom VKI. Und da haben wir eben das Problem gesehen, dass natürlich der VKI schon den Druck gespürt hat, für die Konsumentinnen und Konsumenten sozusagen ihre Rechte und ihre Vertretung in dem Sinne nicht wahrzunehmen. Und ich denke, es ist sehr leicht machbar, wenn es hier eine gescheite Zweckwidmung stattfindet, um eben auch die Unabhängigkeit des VKI zu sichern. Aber mit einer kurzfristigen Budgetpolitik sozusagen die VKI an der Leine zu halten, ist fast der Verdacht da, dass man den VKI systematisch mit der Zeit einfach schwächen will. Und ich denke, ich appelliere nochmal an die Bundesregierung, nach einem finanziell nachhaltigen und Lösungen zu suchen und natürlich auch für einen unabhängigen Konsumentenschutz auch stark zu stehen. Danke sehr. Österreich braucht einen starken und unabhängigen Konsumentenschutz, betont Aygül Berivan Aslan von den Grünen.